Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Serie hier auf meinem Kanal. Und zwar wollen wir uns das Thema Brautnägel angucken. Wie könnt ihr eure Nägel aufhübschen für euren schönsten Tag im Leben? Das ist eine shopübergreifende Serie. Das heißt, ich werde euch wirklich verschiedene Folien von verschiedenen Anbietern einfach mal im Vergleich zeigen, damit ihr für euch entscheiden könnt, was ist für mich tatsächlich die passende Folie. Und den Auftakt dieser Serie macht heute zum einen die Alea aus dem Hause Zaubernägel for Home.shop und das andere, was ich euch zeigen möchte, ist die Elegant French Folie aus dem Hause Sweet Celines aus der Schweiz. Beide Folien habe ich für euch nämlich hier, möchte euch die mal im Detail zeigen, möchte euch so ein paar Sachen erklären, auf die ihr achten solltet, wenn ihr die klebt. Ja, und wie immer freue ich mich am Ende des Videos auf einen Daumen hoch. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal. Es wird nämlich noch viele weitere Videos zum Thema Brautnägel geben, da hier die Auswahl wirklich unglaublich groß ist und es viel zu sehen gibt. Ja, und jetzt freue ich mich auf euch. Nach einem kurzen Intro geht's los. So, den Auftakt für unsere Brautnagelserie macht das Elegant French Design von sweet-celines.com. Warum ausgerechnet ein French? Nun, viele Folienhersteller bieten French Folien an, aber das Negative an diesen French Folien ist ganz häufig, dass ihr den durchsichtigen Teil cutten müsst. Also den müsst ihr normalerweise wirklich wegschneiden, weil diese French Spitzen so angebracht sind, dass sie ja leider sonst viel zu weit auf dem Nagel schon drauf wären. Ihr seid also quasi wirklich gezwungen, das wegzuschneiden. Die großen Hersteller empfehlen es sogar. Und das Blöde ist dann immer, man hat einen Übergang, das klebt nicht richtig und es sieht auch nicht wirklich elegant aus. Deswegen hatte ich mal eine Anleitung gemacht, wie man dann in einem solchen Fall vorgehen kann. Die Anleitung verlinke ich euch auch nochmal oben in der Infobox beziehungsweise auch am Ende dann in der Playlist. Aber mit diesem Design habe ich hier etwas gefunden, wo auch diejenigen, die sagen, ich möchte da nichts schneiden, ich möchte da nicht basteln und mir erst irgendwie stundenlang die Nägel vorbereiten müssen, ich möchte einfach kleben und fertig, da kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das Elegant French an. So sehen sie aus. Es gibt hier also 20 Folien, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen. Das Schöne dabei ist, es ist ganz zart akzentuiert mit so kleinen Goldlinien, also wirklich nur hauchzart. Die Linie ist in dem Fall geschwungen, also eurer natürlichen Linie so ein bisschen entsprechend. Und was das Besondere an diesen Folien ist, dieser Anteil hier ist wesentlich länger als bei den normalen Standardfolien. Ich messe euch das gleich mal aus. Und zwar haben wir hier bei den kleinen Fingern eine Größe von einem Zentimeter. Also euer Nagelbett gerechnet bis zum Übergang der Spitze sollte ein Zentimeter sein. Bei den größeren Folien sind wir hier bei 1,2 cm. Bei den ganz großen Folien sind wir hier sogar bei 1,3 cm. Ich sage jetzt mal roséfarbenes Nagelbett. Was die Länge angeht, liegen wir hier bei knapp 26 mm. Die sind nicht teilbar, das heißt, das Design ist immer nur von einer Seite nutzbar, aber das ist ja genau das, was hier auch im Grunde genommen gewünscht ist, sodass ihr nichts schneiden müsst, nichts mit Abklebetechnik vorbereiten müsst, so wie ich das in meiner Anleitung gezeigt habe, sondern hier könnt ihr wirklich sofort loslegen. Anders als bei den 16er Folien, die ja auf einem Einzelsheet kommen,
wo ihr die einzelnen Folien so ein bisschen bewegen könnt, habt ihr hier die Folien auf einem Komplettträger drauf. Und auch die Schutzfolie ist eine Folie, die einmal komplett auf dem Träger drauf ist. Die müsst ihr natürlich vorher entfernen, bevor ihr klebt. Und was ich persönlich halt immer nicht so gerne habe, aber was eben sich bei diesen Folien nicht vermeiden lässt, ihr könnt hier immer nur ungefähr abschätzen, welche Größe ihr braucht. Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür und man weiß dann, welche Folie für welchen Finger passend ist. Wenn ihr möchtet, dann schneidet euch doch vorher ein paar durchsichtige Schablonen zu. Ich habe da mal eine Anleitung gemacht, wo ihr quasi genau euer Maß nehmen könnt, sodass ihr dann auch sehen könnt, welche Folie passt denn. So sieht zum Beispiel eine solche Schablone aus. Die habe ich mir mal aus einem alten Ordner gebastelt. Das geht super einfach, aber wenn man die dann hat, dann kann man hier im Grunde genommen hergehen und kann schauen, welche Foliengröße passt jetzt im Prinzip für meinen Daumen. Na, also hier würde ich zum Beispiel sehen, für die Daumenschablone wäre die hier schon zu schmal. Da haben wir hier einen kleinen Rand. Aber diese Folie hier würde wahrscheinlich optimal passen. Hier muss ich einen ganz kleinen Tick wegschneiden. Das ist aber auch kein Thema. Das kann man super mit einer Nagelschere machen. Und dann habt ihr im Prinzip wirklich die Folien auch genau passend. Ich klebe jetzt schon mal ein bisschen vor, aber an einem Nagel zeige ich euch das dann natürlich in gewohnter Form, damit ihr wisst, wie die sich verarbeiten lassen. Zur Vorbereitung sei noch zu sagen, ich habe hier jetzt statt einem Unterlack einfach einen nudefarbenen Pflegelack aufgetragen. Der verleiht dem Ganzen nachher nochmal ein etwas harmonischeres Bild, weil ja der obere Teil durchsichtig ist bzw. semitransparent ist. Der hat eine ganz leichte Eigenfärbung. Aber ich finde immer, wenn man so einen vorbereiteten Nagel hat, ist es immer was anderes, wie wenn man es auf dem Naturnagel klebt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier die ersten schon mal geklebt und ich zeige euch das mal zum Vergleich. Also ihr seht schon, meine Naturnagelspitzen haben ja eine ganz andere Farbe. Ich bin da leider nicht mit so einem schönen strahlenden Weiß gesegnet. Insofern, das macht schon echt was her und auch durch die diesmal gebogene Smile-Linie ist es wirklich super schön zu kleben. Hier musste ich tatsächlich ein bisschen was kürzen oben, denn ansonsten hätte man meine eigene Spitze durchgesehen. Mit dem Daumen zeige ich euch das jetzt quasi nochmal live und in Farbe. Ihr seht hier schon, das sind die, die ich gerade geklebt habe. Und für den Daumen werde ich jetzt diese Folie hier nutzen. Ich löse sie vom durchsichtigen Teil beginnend von der Trägerfolie ab. Und hier könnt ihr schon sehen, das ist wirklich ein semi-transparenter Teil. Ne? Also das ist nicht komplett klar, so wie das normalerweise der Fall ist, sondern hier ist es wirklich ganz leicht durchscheinend. Ich setze sie bei mir immer an der Seite an. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber habe, dass ich sie A, nicht zu dicht an den Rand klebe, denn die sollen ja später mit einem Topcoat versiegelt werden und dass ich B, auch gucken kann, dass sie wirklich faltenfrei draufkommen. Ich reibe die meistens nur bis zur Mitte an, dann kürze ich erstmal die Länge, denn das nimmt dem Ganzen dann die übermäßige Spannung. Und dann gehe ich quasi hier auf der Seite weiter, greife um und ziehe die Folie ran. Und ihr seht jetzt schon, ne, das ist eine Premium-Qualität. Das merkt man also auch wirklich, dass sich das super easy kleben lässt. Man geht immer noch mal mit einem Hufstäbchen nach. Damit kann man letzte Falten theoretisch ausbügeln. Das muss ich hier aber nicht, weil sich keine gebildet haben. Aber man drückt dann auch entsprechend die Folie nochmal richtig gut an. Denn immer dann, wenn ihr später feilt, lauft ihr sonst immer Gefahr, dass der Feilstaub euch unter diese Folien geraten. Und dann kann es dazu führen, dass die nicht richtig halten. Abfeilen werde ich mit einer Glasfeile. Das ist eine ganz normale aus dem Supermarkt. Ich habe das jetzt bei den ersten Folien schon gemacht und die geht wirklich gut. Die kostet absolut nicht die Welt. Und wenn sich zu viel Feilstaub in der Feile gesammelt hat, dann gibt es einen ganz einfachen Trick zum Saubermachen. Und zwar nehmt ihr euch ein bisschen Tesafilm und klebt diesen Tesafilm auf die Feile, reibt das gut an und zieht es ab
Und dann ist im Prinzip der Feilstaub, der sonst auf der Feile hängt oder diese kleinen Ritzen und Rillen der Feile sozusagen zusetzt, die sind dann raus. Das geht besser als mit einer Bürste und danach funktioniert sie auch wieder problemlos. So, und ja, jetzt geht's ans Feilen. Also wie gesagt, hier schön um die Fingerspitze herumbiegen und dann so ein bisschen schräg ansetzen. Und immer schön zu eurer Nagelunterseite sozusagen hinarbeiten. So, fertig gefeilt. Also ich habe zwischendurch schon gemerkt, dass das eine andere Qualität ist. Die ist etwas dicker als die Standardfolien. Dadurch braucht man ein bisschen länger zum Feilen. Ich würde nie ziehen. Das kann dann passieren, dass euch die Folien eventuell abreißen, beziehungsweise dass ihr dann den Feilstaub tatsächlich drunter kriegt. Also immer schön feilen, bis wirklich alles ab ist und ihr das ganz locker hier unter dem Fingernagel wegnehmen könnt. So. Das waren die French Elegant und jetzt zeige ich euch das Pendant sozusagen dazu, wenn ihr nämlich ein sehr, sehr kurzes Nagelbett habt oder eben auch sehr langes Nagelbett habt und dann entsprechend auch vielleicht sehr lange Fingernägel habt, dann könnt ihr super mit diesen diagonalen French-Linien arbeiten. Auch Alea hat einen durchsichtigen Teil am oberen Nagelbett. Aber ihr habt hier nicht die Notwendigkeit, dass ihr auf die Länge eures Nagelbettes achten müsst. Das heißt, es ist völlig egal, ob ihr jetzt kurze oder lange Nägel tragt, ob ihr ein kurzes oder langes Nagelbett habt. Denn bei der kleinsten Folie haben wir hier süße 7 mm und bei der größten Folie sind es hier ja gerade mal 9 mm, die ihr braucht, als Nagelbett sozusagen, damit das wirklich wirkt. Und das finde ich ist ein ganz tolles Design, was sich wirklich für jeden Nagel eignet. Es ist egal, welche Form ihr habt, ob ihr eine eher ovale Form tragt, ob ihr viereckig tragt, ob ihr Stilettos tragt, völlig egal. Durch die Diagonale, die hier verwendet wurde, ist das ein Design, was sich super für jeden Nagel eignet. Das klebe ich jetzt auf der rechten Hand und natürlich zeige ich euch auch da, wie sich das verarbeiten lässt. So, und hier haben wir sie jetzt, die Alea. Wir haben hier wieder die Einzelfolien, wie das halt Standard ist bei den Standardfolien. Ich klebe die jetzt mal eine Runde vor. Und dann hole ich euch wieder mit dazu, um euch das an einem einzelnen Finger nochmal separat zu zeigen. So, und auch diese Folien habe ich für euch jetzt vorgeklebt und ihr seht schon, das verleiht dem Ganzen natürlich einen richtig coolen Look. Und dadurch, dass es so ein bisschen ja, diagonal zuläuft, finde ich, macht es den Nagel sogar noch ein Stück schlanker und eleganter. Den Daumennagel habe ich mir ja wie versprochen aufgehoben und hier, wer das noch nie gemacht hat, der sollte halt wissen, es gibt hier eine Stanzkante. Ja, ich denke, da kann man es gut erkennen und an dieser Stanzkante, da knickt ihr einfach diese Folien und könnt dann nämlich super easy diese fummelige Deckfolie abbekommen. Dann geht das ganz, ganz leicht. Das gleiche gilt dann auch für die eigentliche Folie. Auch die könnt ihr hier problemlos abziehen. Der Unterschied zur French Elegant ist, dass der obere Teil hier tatsächlich richtig durchscheinend ist. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich komme noch mal ein bisschen näher ran. Na, also hier kann man sehen, dass es richtig durchscheint. Ich habe ja meine Nägel vorbereitet mit einem roséfarbenen Lack und das würde ich an der Stelle auch immer empfehlen, dass ihr eure Nägel auf jeden Fall mit einem Unterlack verseht. Und gerade bei diesen eleganten Nagelfolien sollte es vielleicht dann doch ein nudefarbener French Lack sein, den ihr dort verwendet. Und ihr seht schon, die lassen sich genauso super aufkleben wie die anderen Folien. Überhaupt keine Blasen, keine Falten. Einmal in der Länge ein bisschen kürzen, dann geht es nämlich mit dem Abfeilen viel einfacher.
zum Abfeilen nämlich auch hier die Glasfeile. Die hat im Übrigen zwei Seiten, eine grobe und eine feine. Ich würde die grobe nicht nehmen, das zerfetzt euch wirklich vorne die Ränder und nimmt auch viel vom Nagel mit weg, also die ist wirklich extrem, sondern ich würde hier nur mit der feinen Seite feilen. Vor dem Feilen gut andrücken. Und vorne die Spitze noch mal so ganz leicht umklappen, sodass eure Nagelspitze gut bedeckt ist. So, und ihr habt schon gesehen, auch da musste ich ein bisschen länger feilen. Das liegt an dem Glitteranteil. Folien mit Glitter sind immer grundsätzlich einen ganz kleinen Tick dicker oder fester als normale Folien. Und ihr seht schon, es ist echt super schön geworden. Und gerade in Bezug auf den durchsichtigen Teil habe ich noch eine richtig geile Idee. Das werde ich jetzt gleich im Anschluss noch machen. Und zwar könnt ihr unter diesem durchsichtigen Teil auch einen farbigen Lack tragen. Wenn ihr zum Beispiel einen Brautstrauß habt, ich sage jetzt mal mit einer tollen Rosenfarbe, die ihr im Vorfeld bestellt, wo ihr schon wisst, in welche Farbrichtung wird das gehen. Wenn ihr beispielsweise blaue Hortensien euch in den Brautstrauß einbinden lasst, dann probiert doch einfach mal diese Folien mit einem blauen Unterlack. Ich werde das jetzt gleich mal testen und wie das Ergebnis aussieht, das präsentiere ich euch dann auch noch in diesem Video. Und hinterher gibt es ein paar nette Tragefotos, wie immer. Und wer das alles nicht verpassen will und immer mal wieder gucken möchte, ob es neue Tragefotos gibt, der kann auch gerne mal in meinem Instagram-Account stöbern. Auch da freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst. So ihr Lieben, da bin ich wieder und wie versprochen, ich habe das Ganze jetzt nochmal mit einer Farbe unterlegt. In meinem Fall ein ganz kräftiges Hellblau. Das ist Bikini Sotini von Essie. Ihr könnt das mit jeder anderen Farbe probieren und ihr seht schon, das Weiß ist wirklich vollflächig deckend. Da schimmert also nichts großartig durch. Wenn ihr also rosa Rosen habt, wenn ihr ein zartes Hellblau habt, ein Lavendel oder ähnliches, was ihr dann im Brautstrauß wiederverwendet, dann kommt das richtig cool zur Geltung, wenn ihr die mit einem farbigen Lack unterlegt. Und ich habe mir jetzt was überlegt für meine treuen Zuschauer. Habe ich nämlich was ich gern an euch weitergeben möchte. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe da Bock drauf, ich möchte das für meinen großen Tag einfach mal probieren, dann habe ich hier zwei tolle Folien und zwar einmal von Sweet Celine's. Das nennt sich hier Make-up Rose. Ist ein ganz toller Nude-Ton, der wirklich für jeden Hautton passt, weil er nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm ist. Ganz dezent gehalten und hier habe ich etwas, was in Zukunft eine Rarität sein dürfte, denn die gibt es bald nicht mehr zu kaufen aus dem Hause Zaubernägel for Home und zwar ist das Honeymoon Silver. Honeymoon Silver ist so ein ganz zarter Mintton. Ich habe ihn getragen. Schaut mal hier in meinen Instagram-Account bei Gelegenheit rein. Da gibt es Tragefotos von dieser Farbe. Die wirkt gigantisch auf den Nägeln. Die beiden möchte ich euch gerne schenken. Genau, richtig gehört. Schenken. Was müsst ihr dafür tun? Gebt diesem Video einen Like und kommentiert unten in der Kommentarspalte mit Ja, ich will. Und dann bekommt eine glückliche Gewinnerin diese beiden Folien zugeschickt. Ich lege euch noch mit rein eine kleine Feile mit Maniküre-Stäbchen und ich packe euch auch die Reste vom Videodreh mit rein. Das heißt, hier könnt ihr Akzente mitzaubern auf diesen Folien, denn man kann auch Folie auf Folie kleben. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und ich packe euch natürlich auch die Sweet Celine's noch mit rein. Hier sind jeweils so viel übrig geblieben, dass ihr locker ausprobieren könnt, ist das was für euren großen Tag, ja oder nein.
Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit den genannten Firmen. Das ist eine Verlosung, die ich aus meinem privaten Fundus sozusagen vornehme. Steht auch in keinem Zusammenhang mit YouTube, Facebook oder Instagram. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ihr habt eine Woche Zeit nach Veröffentlichung dieses Videos zur Teilnahme. Wie gesagt, kommentiert unten einfach mit Ja, ich will, gebt dem Video ein Like und ein Zufallsgenerator wird dann am Ende dieses Gewinnspiels eine glückliche ermitteln und diejenige welche wird in den Kommentaren direkt von mir angeschrieben und erfährt dann alles weitere zum Adressenaustausch. Ja, und ich bedanke mich bei euch. Ich freue mich aufs nächste Mal, denn es warten noch unglaublich viele tolle Folien auf euch und auch Ideen. Wenn euch irgendwas fehlt, wenn euch was einfällt, wenn ihr Fragen habt zu Folien, keine falsche Scheu, kommentiert es einfach unten. Ich antworte immer, sobald ich Zeit dafür habe. Bis zum nächsten Mal, eure Diana.